einig, ne? Wir sind immer noch in Tempo. Genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bei mir sind sogar noch ein paar Sekunden später. Und wir wollen gerade genau den dritten Turm schaffen. Das ist ein Glück. Werden wir gleich sehen. Was wir hier finden, das Traumsiegel. Ich bin mir bis heute nicht sicher, wofür das genau sein soll. Aber jetzt weiß ich ja, wie man sich das anzeigen lassen kann. Ich guck mir das mal an. Blockiert den Schlafzauber. Nehmen wir den mal einfach mal. Wer weiß. Vielleicht war das ja tatsächlich irgendwie. Das war wirklich nicht wofür, aber was soll's. Erster Schalter, den zweiten nehmen wir uns auf für den Moment, wenn wir hier alle nächsten Minuten. Und auf der anderen Seite hoch. Das sind dann bitte auf uns warten. Geld! Und los geht's. Stimme des Wächters ertönt. Du hast wirklich großen Mut. Wirst du hinein? So besteht diese Prüfung. So. Schöne Magier erscheint. Schöne Magier war echt. Schöne Magier war ein Hochbett. Schöne Magier war echt. So soll es sein. Tritt ein. Das reimt sich. So, welchen Kontinent holen wir diesmal aus? Das sieht jetzt aber wirklich schwer nach Afrika aus. Oder, was habt ihr? Nordamerika wäre die andere Wahl. Oder Australien. Thank you.
lassen wir uns kurz überraschen. Ich finde das eigentlich sehr liebevoll gemacht. Man muss sich überlegen, damals war die Grafik von diesem Spiel berauschend. Und die Musik. Schon zu Afrika. Afrika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Da waren die Ägypter quasi mit den Pyramiden abgebildet. Wir entscheiden jetzt das Haus frei, wo die Geschwister sich beschwert haben, dass die nicht mehr raus dürfen und die Mutter gemerkt hat, dass wir den Kindern so einen Unsinn einbringen. Wir werden jetzt aber direkt zu Turm Nummer 4 fliegen. Ich will nur mal so schauen, ob es hier oben noch mehr ist. Ja, aber das könnte man meines Erachtens erst später machen, glaube ich. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um wieder in alle 5 Kontinente befreit zu sein. Okay, dann hatte ich natürlich recht, das hat noch ein bisschen gedauert. Um 5 Kontinente hat er gesagt. Tja, gibt es viele Länder an. Richtig, Nordamerika und Australien. Zuerst werden wir uns jetzt aber wahrscheinlich um, ich glaube zuerst Nordamerika und zum Schluss Australien. Die Reihenfolge habe ich mir nicht gemerkt. Ich bin erstaunt, dich zu sehen. Die Worte werden von einem leisen Kichern begleitet. hi. Geld mitgenommen. Nein. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das wäre übrigens nie passiert. Also ist ja, also irgendwann mal runtergefallen ist schon, aber nicht gleich beim ersten Versuch. Schauen, wie von hier aus weitergeht. Das ist die Karte, aber ich habe mir im Kopf. Hier ist nichts. Auch nicht. Ich will noch mal wissen, ob man darüber noch machen sollte. Ich bin mir unsicher. Geht jetzt schon wieder bei dem hier. So. Na gut, wir gehen erstmal weiter. Der Kampf ruhig, glaube ich, ja, klar. Der ins Loch gefallen. Also
muss man ja auch wieder jemals vom Euro gekommen sein. Gehen wir mal hier anschauen. Elixier. Das ist doch was Feines. So, wir gehen mal rein. Erstmal noch nichts hier. Gehen wir weiter hoch oder geht das nicht? Geht nicht. Fehlt uns also noch ein bisschen Stärke. Oder eine bessere Waffe. Kann man so oder so sehen. Gehen wir als nächstes in den Gang, glaube ich. In den oben rechts. Sowieso alle. Okay, hier waren wir drin quasi auch gelandet. Also hat es uns nicht weitergebracht. Natürlich nicht hier gelandet, aber fast. Zu one-hitten, ein bisschen mehr. Das wird natürlich im Spiel immer gewürfelt. Wie viel Schaden man jetzt alles macht. Level up! Level 7 erreicht. KP steigt um 6, Stärke steigt um 1, Abwehr steigt um 1, Glück steigt um 1. Also einmal das volle Paket. So, erste links und erste rechts. Irgendwie ist jetzt die Frage. Dann rechnen
geheizt. Wozu braucht man den? Könnte man jetzt fragen. Das sieht ja noch weit. So, ich hoffe, das war. Ach, bitte. Jetzt gehen wir eigentlich zum Boss. Alles gut. Aber wir nehmen natürlich den Kristall hier noch mit. Das wollen wir uns gerade beraten. Da wollen wir nämlich nicht einer. So, rein hier. Mark, ich habe eine Darbietung für dich vorbereitet. Ich hoffe, sie gefällt dir. Na, zeig mal. Ich kann irgendwie nicht den anderen wählen. Versteht ihr? Ich hätte das gleiche kennt ihr wahrscheinlich selbst von euch, wenn ihr das schon mal gespielt habt. Das war unsere heutige Show. Vielen Dank. Hey, schön. Vielen Dank waren übrigens die Sternbilder, die man kennt. Zwillinge, Schütze, Widder. Fische und so weiter. Waage, Steinbock, Krebs und wie die alle nicht heißen. Skorpion. Ja. Guckt mal, die Welt gerade hier schon gar nicht so schlecht aus. Und jetzt kommt tatsächlich Nordamerika. Also, am besten will niemand kann mir erzählen, dass das Australien darstellen soll. Bin mir unsicher, ob das den Grand Canyon darstellen soll oder doch die Rocky Mountains oder was ganz anderes. Thank you.
nicht abkürzen. Das Globix und Nordamerikaner zeigen, Klapp zur Oberfläche des Meeres zurück. Und hier werden die Indianer natürlich angestellt. Interessant wird's bei Australien. Aborigines haben die Japaner scheinbar nicht anerkannt. So, jetzt wird's im Haus des Weisen. Werden alle wiederbelebt. Entheißen, sagen wir mal. Tot waren sie an sich nicht. So. Und um euch das mal vorzuführen, gehen wir direkt in den Turm Nummer 5. Unter euch wissen wahrscheinlich, was jetzt passiert. Er starrt. Hier komme ich nicht weiter. Also, was bleibt denn anderes übrig? Wir gehen erstmal zurück nach Christian. Da gehen wir dann erst später hin. Könnt ihr euch aber gerne merken. So. Endlich leben wieder alle. Wir können ja mal ganz kurz doch Spaß haben mit den Leuten hier in dem Haus sprechen. Wie die Welt außerhalb des Dorfes aussieht. Bisher konnte niemand das Dorf verlassen. Eine unsichtbare Macht hält uns zurück. Warum nur? Das verstehe ich einfach nicht. Seltsam, dass der Weise nicht wütend ist, obwohl die Tür offen steht. Als ob er wollte, dass man sie öffnet. Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast Hühner in dir wieder reif. Bla bla bla, das kennen wir schon. Was geschieht hier nur? Hey Ark, wir öffnen die Tür. Doch dann. Dann. Weißt du nicht weiter, hä? Wir reden kurz mit Melina, würde ich sagen. Ach, mit dem Weisen meine ich natürlich. Was gibt es, Ark? Oh, Weiser, ich bin müde. Schließe deine Augen, ich werde dich heilen. Ein Schläfchen im Bett kann dich auch heilen. Der Kristall ist weg, wird die verlorene Kraft wieder. Willst du dich selbst heilen, so ist eine der Knollen. Hier nur. Okay. Wir werden mal kurz abspeichern. So. Gehen wir mal zu Melina. Ja, früher ohne Wegpfeile, da musste man sowas alles selber rausfinden. Oder man hatte den Spielberater. Dieser Faden, er ist wundervoll. Kristallfaden? Es ist ein Kristallfaden. Okay. Kann ich ihn haben? Ich werde ihn in diese Weste einweben. Ich bin sicher, dass dich dies kräftigen und schützen wird. Ich werde morgen früh damit fertig werden. Du siehst müde aus. Geh nach Hause und ruhe dich aus. Besuche mich dann morgen wieder. Warum kommst du nicht einfach mit? So. Dann gehen wir doch einfach mal schlafen. Neben dem Bett aufgewacht. Was ist hier los? Kann mich nicht mehr hinlegen.
schlafen alle. Der Boden ist hart. Wer hätte das gedacht? Ah, was zum... Hier ist niemand. Auf der Weise da ist. Ja. Was gibt es, Ark? Finde ich nichts. Naja, wenn wir schon nachts wach werden, dann können wir ja unsere Geliebte mal aufsuchen. Oha, sie arbeitet fleißig. Ihr Götter, erhöret mich, ihr Mächtigen. Ich flehe euch an, schützt Ark vor Verletzung. Und bitte, bringt ihn bald wieder zurück. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Ark, ruhe dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen, wenn die Weste fertig ist. Ark, das wirst du doch nicht tun, oder? Ich will sie nicht verlassen. Wer hat gesagt, ich würde in die Ferne gehen? Ich habe gesehen, wie groß die Welt wirklich ist. Aber ich liebe diesen Ort, weil du hier lebst. Ich könnte nie gehen. Danke. Diese Worte allein reichen schon. Du hast noch etwas Zeit. Ruhe dich aus, bevor du gehst. Komm und ruhe dich. Ich werde dich erwarten. Fühlt es schon und eigentlich wissen wir es auch und ich bin mir sicher, ihr alle wisst es auch, weil sie jetzt zuseht. Selbst wenn man dieses Spiel nicht kennt, ist einem natürlich klar, dass man innerhalb eines Spiels nicht in einem Dorf nur bleiben wird. Also denn man baut dieses Dorf hier in Cities zum Beispiel. So. Gute Nacht. Also der hat es nicht so mit im Bett schlafen, habe ich das Gefühl. Dann gehen wir nochmal zu Melina. Ich fand die total hübsch immer früher schon als Kind, obwohl sie ja letztendlich nur eine 2D-Figur ist. Durch die rosa Haare und dieses hübsche Kleid, dieses urtümliche quasi, das fand ich immer super schick. Na, hast du gut geschlafen? Hier. Nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Im Leben betete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Arke hält die Tarnung fest. Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. So, wir werden diese jetzt auch mal direkt anlegen, denke ich, denn das ist eine von unseren besonderen. Melina webte diese Weste per plus 6 machen. Wollen Sie mal mit unserem anderen Vergleich, ist die doppelt so gut. So, auf zu Wohnung Nummer 5. Diese mit Liebe gewebte Weste. Oder diese liebe gewobene Weste, Entschuldigung. Wird wahrscheinlich uns weiterhelfen. Ich meine, ich habe gezählt, wie viele Stockwerke die einzelnen Türme hatten. Haben die alle gleich viel? Darauf habe ich nie geachtet. Und jetzt interessiert mich auf einmal. Komisch. Jemand staubt. Hab ich angelegt? Ja, ne? Die Tarnung-Weste hat dich bewahrt. Tja, Wächter, kratz mich mal. Ein.
da also nicht rausgehen. Hätte man aber einem vorher sagen können. Ich werde jetzt alle töten, außer diese Wächter einmal da nicht. Weil ich. Ah, okay. So. Auf geht's. Gehen wir mal hier lang. Dies ist deine letzte Aufgabe. Gehe nun. Machen wir Licht. Es werde Licht. Skorpion ist bezwungen. Ark. Du hast alle Prüfungen bestanden. Nun kann deine Reise beginnen. Kehre noch einmal ins Dorf zurück. Die Folge geht jetzt ein bisschen länger, weil ich das hier unten wieder so schnell fertig machen werde. Zum Dorf und im Dorf werde ich dann erstmal die Folge beenden und beim nächsten Mal weitermachen. Australien. Auch nicht so hübsch gemacht, aber sagt ja schon was 3D-Effekt. Das ist übrigens das, was man unter der Kultur der Australier versteht, nämlich Japan. Das soll dieser. Lesen würde, müsste ich sofort wissen, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Dieser Ayers Rock. Aber ich habe den Namen, den die Aborigines ihm gegeben haben, vergessen. Irgendwas mit vielen U's. Australien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück und wir befreien alle restlichen Dorfbewohner, nämlich die, die im Freien gestanden haben. Möglichkeiten sind, die man hier unten noch hat und die ich jetzt auch noch schnell machen werde. Das ist einmal das hier.
mir als an die Oberfläche zurück. So, ein letztes Fahrrad brauchen wir für uns. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, was da auf uns wartet. Was ist mit dem? Das ist eine Insel im Pazifik. Die werden wir später auch noch kennenlernen. Vielleicht. Ach ja, so viel Fahrer. Zack. Ein leichtes Rätsel. Kehrt aus dem Tiefnis an der Hausanierungsfläche zurück. Gehen wir zurück ins Dorf. Wir werden zuerst schnell zum Speicherpunkt gehen. Einmal abspeichern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und wünsche euch bis dahin noch viel Spaß. Tschüss.